Oh, hi. Ist gerade die Treppe hoch, also die Leiter da hochgeklettert? Das ist ganz schön Energie für so eine kleine Spinne. Und ja, wir könnten jetzt hier im Kreis laufen und die Spinne würde im Kreis laufen und keiner würde jeweils den anderen erwischen. Aber komm, hauen wir sie aber um. Weil sie würde angreifen, wenn wir irgendwo anders einen Gegner dann hätten und das ja, wäre wahrscheinlich nicht so gut. So, also, wir würden gerne strafen. Was? Bolti ist cool. Heartslap muss nicht spotten, weil nur ein Gegner. Na, wobei, er sollte trotzdem, oder sie soll trotzdem durchgehend spotten, weil sie hier die richtig gute Rüstung bekommen hat. Das heißt, jeder Gegner, der sie angreift, macht so gut wie keinen Schaden und das ist dann für die Gruppe besser. Tricks. Stun die da auch mal. Eigentlich ist es sogar gut, wenn Bolti, genau der, wenn Bolti durchdreht und nicht das macht, was er machen soll, weil dann stunt er. Dann macht er halt nicht seinen Strafe-Angriff auf 2 bis 3 Ziele oder was sie sind, sondern einen Stun. Und ein Stun ist eigentlich besser als Schaden, weil wenn sie gestunt sind, können wir durch jeden Schaden machen und die können nichts machen. Also, ja. Schon, dann machen wir daneben. Oh, du bist was Neues. Ein durchgedrehter medizinischer Roboter, der Türen öffnen kann. Okay, komm her. Hat schon mal ein Schild. Und paralysiert unseren Tank. Das ist nicht gut. Ob das dort funktioniert. Ja, gut. Der kommt nicht mehr dran. Oh. Nee. Der muss ziemlich schnell sein, wenn er jetzt trotz dann nochmal dran ist. Oh nein. Er ist jetzt als übernächstes dran. Aber dann wird nur der Stun quasi aktiviert, der Zug übersprungen und ja. Muss mich an die ganze Mechanik noch ein bisschen gewöhnen. Richtig. Jetzt hat er den Dot abbekommen, der Stun ist durch und wird noch da geschoben. Okay. Na, Kappa, das ist doof. Das sind jetzt 4 Schläge gewesen und davon waren 3 daneben. Zeig mal ganz kurz hier. I. Loadout. Du. Accuracy 85%, das sehe ich nicht. Statistics, Accuracy 85%. Vielleicht ist Bier selber nicht ganz so super. Pneumatofist. Also er hat auch Nahkampfsachen, aber ich weiß nicht, ob das halt den Hammer mit rein nimmt. Oh, eine Sache, die ich nicht bedacht habe. Die Fähigkeiten gehen ja immer von den Prozentwerten der Waffe aus. Also sagen wir, eine Fähigkeit macht 70% Hauptwaffenschaden. Das heißt, wenn man Fähigkeiten nutzt, sollte man eigentlich Waffen nutzen, die richtig schön langsam sind, wie so ein Hammer, weil die halt einen höheren Schaden haben. Die sind zwar wesentlich seltener dran, aber das ist für die Fähigkeiten wiederum ja egal, weil die Fähigkeiten haben einen Cooldown, der nicht beeinflusst ist von den Waffen, soweit ich das gesehen habe. Oh, okay. Also da kann man auch noch rum optimieren, was sowas angeht. Du siehst verdächtig aus. Ah, wusste ich doch. Diese Ventilationseinheit scheint irgendwie verklemmt zu sein, was dafür sorgt, dass der Lüfter sich nicht bewegen kann. Wie bei meinem Computer gerade. Ist zu laut geworden. Steckt jetzt ein Schraubenzieher drin. In der Dunkelheit hinter den rasiermesserscharfen Klingen siehst du ein Objekt glitzern. Ja, was macht man da? Hand reingreifen, ha? Nein, also erstmal das Ding arretieren mit irgendwas und danach reingehen. Aber mal gucken. Gucken, was unsere Helden da so machen. Trix greift vorsichtig in den Ventilator und greift nach dem Objekt.
Als sie das tun, beginnt der Ventilator sich zu bewegen. Aber Trick schafft es gerade noch, eine schwere Wunde zu verhindern und zippt ihre Hand zurück. Mit einem Credit-Stick in der Hand. Kick-Ass. 50 Credits, das ist ordentlich, ja. Das hat sich gelohnt. Und selbst wenn es jetzt eine Verletzung gemacht hätte, wir sind alle noch relativ fit, also geht das. Hier ist ein Ausgang. Okay, wir haben schon mal ein Backup-Ausgang. Jeweils im Osten und im Westen ist ein Ausgang, falls wir schnell raus müssen. Galaxy Mart Management Holotape. Nein. Wir wollen jetzt nett sein, wir wollen ein bisschen Reputation aufbauen. Wir können nicht durchgehen, alles klauen. Also wenn es so rumliegt, dann kann man es mitnehmen, aber... Ja, aber sowas halt nicht. Das ist ein bisschen komisch zu durchschauen, warum man manche Sachen mitnehmen darf und andere nicht. Aber wenn wir das halt mitnehmen würden, wären sie grumpig, deswegen nehmen wir es nicht mit. Und bei dem anderen scheint es denen egal zu sein. Es muss irgendwo in unserem Crawler-Vertrag drinstehen, was wir mitnehmen dürfen und was nicht. Da haben Stalk-Crawler bestimmt ihren eigenen Verbund für, der sowas regelt. Also wir könnten das Ding rootkitten. Aber das kann in die Hose gehen. Oh, try the security keycard you found. Die hatten wir aber in einem anderen Dungeon gefunden, oder? Na gut, ignorieren wir mal. Nein, wir klauen keine Sachen von denen. Hey, kleiner Käfer, ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Nachrichten schicken zwischen Sektoren ist absolute Scheiße, so sagt man. Also weil halt die Zeitdifferenz da ist. Ist übrigens ein abgefahrenes Konzept, wenn man sich das mal so überlegt, also in Real Life, wenn wir später Kolonien haben auf anderen Planeten und dergleichen, wie die Nachrichten hin und her geschickt werden, also was für Zeitverzögerungen da teilweise dazwischen sind. Vor allem, wenn man dann später Interstellar wäre. Oh ja. Also mir geht's gut. Ich habe Zweifel an dem Job, den ich angenommen habe. Galaxy Mart R&D scheint eine großartige Möglichkeit zu sein. Oder schien eine großartige Möglichkeit zu sein, als ich das Angebot bekommen habe. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich wollte nur eine Chance haben, zu zeigen, dass ich so gut bin. Oder besser als irgendein reiches Kind aus dem Kern. Also irgendjemand, der keine Ahnung hat und einfach nur Geld hat. Aber die Leute hier scheinen nicht wirklich irgendwelche Doktoren oder Ingenieure zu sein. Es gibt ein paar Labcoats, also Leute, die im Labor arbeiten. Aber sie sind alle in einer Ecke des Compounds. Jeder andere sieht hier aus wie ein Anzugsmensch. Also nur ein bisschen Hintergrundflair. Data Jack. Warte, ich glaube, wir kommen hier so rein mit der anderen Keycard. Attempt to force the safe open. Nein, wir probieren ein Rootkit. Nö. Das hat nicht funktioniert. Aber hey, Gegner heißt Erfahrungspunkte. Und Loot. Nochmal versuchen. Fate ist jetzt weich geklopft? Nein, ist es nicht. Ja, 85% Accuracy. Mist. Da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, wir können jetzt immer wieder Gegner spawnen? Also normalerweise wird man dadurch immer schwächer und schafft irgendwann die Mission nicht mehr, aber wenn man sich die HP von unseren Leuten so anguckt, ist das eigentlich gerade nicht so das Thema. Mal schauen.
Ich werde Loadout von dir wegnehmen. 14 Damage. Sind die Fähigkeiten vom Dingens hier? Ja, Waffenschaden. Nee, ich soll die Waffe jetzt nutzen, also behalten, auch wenn wir damit nicht selber angreifen. Wir brauchen einfach nur mehr Fähigkeiten, die auf Waffenschaden basieren, sodass er jede Runde irgendwas Sinnvolles machen kann, außer halt einen normalen Angriff, bei dem er eh nicht treffen würde. Wobei das eher nach einem Logikfehler den Anschein hat. Also, ne? XCOM Trefferchancen, da war ja auch ein Bug drin. Also, probieren wir es jetzt mal aufzubrechen. Ja, das hat geklappt. Oh, das mochten die wohl nicht, dass wir das gemacht haben. Gab aber keine Warnung, oder? Nee, gut, jetzt wo es offen ist. Gab nicht nochmal einen Verlust, oder? Glaub nicht. Security Rating Ultra. Yeah. Gehen wir da rein. So, wir würden gerne eigentlich nur die Tür da hinten aufbekommen. Aber wenn die Security Rating Ultra hat, dann wird es auch nicht sein, sich reinzuhacken. So, du bist ein Grunt. Du machst Security Schaden, das ist schon mal nicht so schön. Ja, Corruption, Deception nutzen die halt nicht. Also wir können uns jetzt gegenseitig mit Security Schaden beschmeißen. Aber macht nicht nur Schaden. Nee. Okay. Dann weiter ins sichere Gebiet. Erstmal aufdecken. Erstmal alles schön aufdecken. Aber nur weil da Sicherheit ist, heißt es ja nicht, dass irgendwas Tolles dahinter ist. Was die Farben bedeuten, weiß ich auch noch nicht. Also warum das eine Security-Ding jetzt blau war und das andere grau. Control Note. Ja, hier, also Security Level 2 ist blau und das da ist grau. Also vielleicht ist es ähnlich wie bei den Waffen und Ausrüstungen, was einfach nur eine höhere Schwierigkeitsstufe ist. Also Security 3 wäre dann irgendwie rot oder so. Oder Gold, je nachdem was als Rarity als nächstes kommt. Gucken wir mal, was wir von denen hier aus kontrollieren können. 2. Aber wenn es jetzt 2 sind, die 0 Schaden machen. Oh ne, die machen Schaden. Das heißt, ich habe 4 Runden, ich brauche 3 Runden, um die zu töten. Wir können es nicht schaffen. Ne, können wir nicht schaffen. Flee. Jo. Also da nicht. Schade, okay. Ja, wir können von hier aus nur Gegner sehen, was egal ist, weil wir jeden Gegner hier schaffen. Oder Informationen über unser Objective, aber 50%. Hat geklappt. Jo, Geld. Nee. Das wird nichts. Okay, ich denke, das war's hier. Check out. Und Karte sagt, wir müssen da oben hin. Okay, das heißt, die Tür hätten wir gar nicht beachten müssen. Wir müssen noch bedenken, wir sind hier nicht immer in irgendwie Feindesland oder so.
Das sind ja teilweise Labore oder Schiffe von irgendwelchen Corporations und die wollen nicht, dass wir uns alles angucken, was auf deren Schiffen ist, sondern nur halt die eine Sache von da holen. Ja. Oh, hi. Bist du der welches spawnt? Kannst du Türen öffnen? Ja, du kannst Türen öffnen. Guard, Officer. Den Officer müssen wir stunnen. Oh, das taunted auch auf Bier. Das ist nicht so gut. Nö, wir bleiben. Der hat 214 HP, ist ordentlich für einen Gegner. Fähigkeiten, um den Stunlock halten zu können. Schaden sieht noch okay aus. Bolt, die kriegt ein bisschen was ab, aber das ist sein Job. Armor, der hat Stun Resist, okay. Also genau den, den man versucht zu stunnen, der hat dann Stun Resist. Virus Overheat ist unser Debuff. Dort, wie auch immer. My Whims will become Lightning Bolts. Verstehe ich nicht, was System Shock 1 machen soll. Huh. Gut, Boss ist down. Kaum noch Gigabytes. Guter Treffer. Knuff. Oh, wie viel HP hast du noch? Oh, das war der andere. 38, das reicht nicht mit dem Dot. Wird angezeigt, wie viele Runden das noch hält. 5 Turn Duration, aber es zählt leider nicht auf, wie viel davon schon aktiv war oder nicht. Aber wir haben es erst vor kurzem gemacht. Das heißt, der könnte dran umkippen. Dann schießen wir doch mal lieber auf den da. Jo. Also vor allem auch wegen diesen random Sachen. Also wir machen ja durch Bolty, genau, auch ab und an Schaden bei denen und Gwendolyn Shot First mit ihrer Fähigkeit. Aber das halt random, wer es abbekommt. Aber die Chance ist relativ gut, dass er wenigstens einen Treffer davon abbekommt und der Dot macht dann halt den Rest. Anspruchsvoller, ja. Trotzdem nicht besonders viel Schaden, hat einfach nur lange gedauert. War das nicht hier? War das nicht hier? Wurde das nicht gerade angezeigt noch?
stimmt, wir sollten Security Officer ausschalten. Das war unser Job. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich gehen. Es liegt ja so viel Zeug rum, ne? Ja. Spotten. Der ist als nächstes dran. Ich. Er schießt einmal. So. Du hast weniger AP. Ein. Okay. Ja, wobei, der Kampf eben gerade, der lange, wo die Gegner dazu gespawnt wurden und, ne? Der hat nur 45 XP gebracht. Das ist aber wesentlich schneller, wesentlich einfacher und trotzdem nur 31. Das ist noch ein bisschen, ne, unbalanciert.